wertvoll. Ist ja schon gut, sei doch nicht gleich so wertvoll. Ich hab sie doch bezahlt. Ja. Mama, den Kugelschreiber. Und den roten. Ich muss fragen, was ist passiert. Kind, ich habe jetzt keinen roten. Ich brauch den aber. Nein. Doch, halt. Das nicht ausgemacht. Das Ding bleibt hier und zwar definitiv. Du schleppst doch die alten Bauernmöbel auch mit. Ist das etwa was anderes? Du musst doch nicht allen Ernstes diese alte Couch mit meinen wertvollen Möbeln vergleichen. Natürlich will ich das. Und ich kann keinen Unterschied entdecken. Also ich habe nichts dagegen, wenn du deine alten Schränke nach Hamburg schleppst. Überhaupt nichts. Obwohl ich es unpassend finde. Wieso? Das sind Thüringer Möbel. Die kommen aus dem Gebirge. Und Hamburg ist eine Hafenstadt. Blödsinn! Das Ding bleibt hier. Und die alte Nähmaschine auch. Am besten, wir stellen das alte Zeug zum Müllcontainer. Vielleicht findet sich ja noch ein Liebhaber. Christiane? Ja? Wo ist der Papa? Da drüben, auf der Couch. Sag mal, was soll denn das? Ich habe überlegt. Und was ist dir eingefallen bei deinen Überlegungen? Mir ist eingefallen, dass ich ohne dieses Sofa keinen Fall lösen kann. Wilfried? Das ist mein Medium. Du, ich kann nur denken, wenn ich mich genau in dieser Lage befinde. Hier die Beine und da der Kopf. Meine größten Erfolge als Kriminalist habe ich diesem Sofa zu verdanken. So. Und was verdankst du dieser alten Nähmaschine? Nichts. Aber die kommt auch mit. Ah, ist die auch ein Medium? Nein, eine Erinnerung. Diese Nähmaschine zerreißt seit 20 Jahren fast jeden Stoff, den sie eigentlich zusammennähen sollte. Wir ziehen jetzt nach Hamburg. Für uns beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und dafür brauchen wir weder diese schäbige Couch noch diese Nähmaschine. Diese Nähmaschine ist die einzige Erinnerung an meine Großeltern. 45 lag die auf dem Trümmerhaufen. Gut. Gut, ein Kompromiss. Die Nähmaschine geht mit nach Hamburg. Aber diese widerliche Couch bleibt hier. Hallo, Kollege. Caro, da vorne an der Elbe hältst du noch. Ist gut. In Hamburg ist doch auch eine Elbe. Mein Schatz, aber nicht die. Wilfried, ich wollte dir nur sagen, dass wir in Hamburg auch einen Garten haben. Und das ist auch eine schöne Stadt. Sei nicht traurig. Du, das Haus, das uns Tante Charlotte überschrieben hat, ist ein Traum. Wirklich. Sag mal überschrieben. Ich denke, die hat dir das geschenkt. Ja, das ist doch egal. Sie hat es nur wegen der Steuer ein bisschen anders genannt. Steuerbetrug. Das ist ja wunderbar. Es ist alles legal. Ich kriege nur heute schon, was mir später ohnehin zufallen würde. Ich bin doch sowieso die Alleinerbin. Nur, dass uns Tante Charlotte jetzt schon bei sich haben will. Caro, packen wir es. Wie jetzt? Ab heute höre ich auf mit Rauchen. Versprochen. Also dann ab in die Zukunft. Traum war eine Wohnung, in der man auch mal 5 Meter laufen kann, ohne dass man an eine Wand stößt. Mhm. 8 Meter. Noch besser sind 10 und im eigenen Haus. 12. Ja, oh. Wir reißen einfach alle Wände raus. Ist ja unser Haus. Naja. Ach, und wie gut die Kinder in Hamburg haben werden, ne? Und außerdem denke ich inzwischen, Verbrecher sind Verbrecher und Polizisten sind Polizisten. Das ist in jeder Stadt. Und da meine Chefs ohnehin alle aus dem Westen waren, da kommt doch alles aufs Gleiche. Hey!
Jetzt sind wir gleich da, nur noch 5 Minuten. Papa, meine neue Schule ist aus Backstein. Hier ist alles aus Backstein. So was Gediegenes wie unseren Sandstein kennen die gar nicht. Hältst du mal dort an? Nein, zeig's ihm im Vorbeifahren. Hm? Bitte. Wie gefällt dir denn die Gegend? Ich sehe nichts, nur Autos. Die haben wir in Dresden auch. Aber Wilfried, nun tu nicht so, als ob du nur Autos siehst. Warum sollte ich so tun? Es ist einfach Tatsache. Vor mir ein Lastwagen, neben mir ein Lastwagen und hinter mir Stau. Sieht aus wie der letzte Versuch deiner Dresdner Kollegen, dich vom Umzug abzuhalten. Die würden da keine Sirene anmachen. Da hast du recht. Ich wäre verrückt. Das ist Hamburg. Hamburg? Nee, das gäb's wohl nicht. Nee. Ich wäre verrückt. HHLW 235, wartet, ich kriege hier. HHLW 235. Karo, schreib auf, hast du LW 235. Ach, es ist doch nicht so schlimm. Nicht so schlimm, das sehe ich völlig anders. Das ist genau der richtige Empfang für Hamburg. Hast du wenigstens die Nummer? Nö. HHLW 235. Das ist es, die hat sie. Ach, was hat das mit Hamburg zu tun? Sehr viel. Wilfried! Das ist in Hamburg passiert. Das Motorrad hat eine Hamburger Nummer. Es gab da einige böse Dinge, die ich dir nicht vergessen werde. Das erste war diese Betty. Sag jetzt nicht, das war vor unserer Zeit. Es gab da eine Überschneidung. Das zweite war die Geschichte mit den Kindern. Wir hätten gleich damit beginnen sollen, gleich nach dem Krieg. Aber da wolltest du ja noch nicht. Das Schlimmste ist, dass du mich jetzt verlassen hast. Und nun? Was soll nun aus mir werden? Ich werde alt und krank und eines Tages werde ich leiden. So. Und nun kommt das Eigentliche. Ich habe Carolinchen das Haus vermacht. Sie wird hier einziehen. Noch heute. Hast du nichts dagegen, oder? Der Vertrag, den Ernst Strehns gemacht hat, ist gut. Sehr gut sogar. Sie wird sich schon freuen, ich kenne sie. Sie ist freundlich und herzlich wie meine Mutter. Oma hat mir jeden Monat 5 Mark geschenkt. Kriege ich die von Tante Charlotte auch? Hier kannst du halten. Sie hat uns ihr ganzes Haus geschenkt. Es ist viel mehr wert. Ich weiß, was wir vergessen haben. Blumen. Oh, Fabi, machst du mal bitte? Muss das sein? Warum denn immer ich? Komm, ist das letzte Mal. Ja, du wirst gut reden. Du warst ja noch nie hier. Was meint er denn damit? Nichts, was soll denn der meinen? Komm, mein Schatz. Na ja? Die Möbel sind schon drin. Charlotte wird sie auf unsere Zimmer verteilt haben. Was nicht stimmt, rutschen wir uns hin. Sie ist eine praktische Frau. Noch eine praktische Frau. Und wie findest du es? Toll. Hallo, meine Liebe. Ich freue mich so. Und du, meine Kleine. Hübsch bist du geworden. Charlotte, guten Tag. Und Wilfried, du bist ja der Einzige, der seine neue Blase noch nicht kennt. Ich bin immer ein bisschen knapp in der Zeit. Ach, du wirst dich hier wohlfühlen, da bin ich sicher. Mir gefällt fast alles, was Caro so zusagt. Also bisher war es jedenfalls so. Bist du etwa der wunderbare Typ Mann, der alles macht, was seine Frau will? Umgekehrt. Sie ist der Typ Frau, die alles so wunderbar macht, dass sie es nachher dann auch will. Ja, sie ist eine praktische Frau. Ja. Ihr werdet euch wohlfühlen. Ist Fabi nicht mitgekommen? Der kommt gleich. Ach so. Ach, der findet uns ja. Er war ja oft genug zu Besuch. So, kommt herein, komm. Mein Klavier! Bitte, nehmt doch Platz, komm. Hör auf. Geh mal in dein Zimmer, da habe ich eine schöne Überraschung für dich. Ich hab's gewusst! Komm, gib her. Ach ja, danke, Tante. Ich habe was vorbereitet. Ich denke, wir sollen alle Räume im Erdgeschoss kriegen. Ja, so steht im Vertrag. Na? Ich räume heute noch um. Das sieht so aus wie in der Gruft. Wilfried, ihr seid aber spät gekommen. Entschuldige, aber wir mussten noch den linken Scheinwerfer auswechseln. Machst du mal die Flasche auf? Tante Charlotte, Champagner, das wäre doch nicht nötig. Magst du keinen Champagner? Deine Nichte mag alles, was gut ist und teuer. Das wäre meinem Gustav nie passiert. Tut mir wirklich sehr leid. Wirklich. Wo sind denn eigentlich die Möbel? Das sind
für Möbel? Nur unsere Möbel, du hast sie doch schon ausladen lassen. Eure Möbel sind im Schuppen. Im Schuppen? Wieso sind unsere Möbel im Schuppen? Wir wohnen doch nicht im Schuppen. Natürlich nicht. Ihr wohnt hier. Das Erdgeschoss gehört euch. Mhm, warum hast du dann nicht gleich hierher tragen lassen? Prost! Dann könnte ich sie gleich gegen deinen Krempel umtauschen. Entschuldige. Jetzt hat er sich ein bisschen vergriffen. Er wollte weder dich noch deine Möbel beleidigen. Er meinte nur damit, dass du einen anderen Geschmack hast als er, als wir. Aber das ist ja kein Problem. Deine Möbel sind wirklich sehr hübsch, wirklich. Naja, aber wir möchten dann doch lieber unsere aufstellen. Damit wir deine mehr schonen können. Mädchen, ist ja gut, das geht jetzt nicht. Das geht nicht. Was geht nicht? Es ist ausgemacht. Die ursprüngliche Einrichtung der Räume im Erdgeschoss bleibt erhalten. Sie ist nur im Einverständnis beider Seiten zu verändern. Steht alles im Vertrag. Hast du doch selber unterschrieben? Ja, aber ich... Musst du dann jetzt... Moment! Du, ich verstehe gar nichts mehr. Tante Charlotte, das hat doch Zeit. Was denn für ein Vertrag? Ein Schenkungsvertrag, ganz normal. Ich bitte dich, es hier ist gut. Hier ist deine Unterschrift. Und hier, unter siebentens, steht es geschrieben. Hast du das nicht gelesen? Doch, doch, doch. Aber ich dachte Merz nicht, dass hier. Es so gemeint ist. Warum soll es nicht so gemeint sein? Alles, was in einem Vertrag steht, ist auch so gemeint. Wilfried, ich erkläre dir das alles. Komm zurück nach Dresden. Moment, hier das Stecker noch mal. Zwei Zentimeter. So, siehst du, das ist er drin. Elende Kriege von Couch, hä? Diese Möbel waren unsere erste Einrichtung in diesem Hause. Und wir haben uns geschworen, dass sie bis zu unserem Tode so erhalten bleiben soll. Gustav ist ja schon weg. Der Rest hat sich vielleicht auch bald erledigt. Tante Charlotte, bitte. Ich wollte nur sagen, dass wir fertig sind. Noch einen Kaffee? Oder einen Saft? Nee, schönen Dank, wir müssen gleich zurück. Moment. Echt edelbitter. Ich vertrage mir zartbitter, gnädige Frau. Aber trotzdem, schönen Dank auch. Es wird alles wieder gut, Wilfried. Hallo, Männer, Männer. Ja, was gibt's? Danke, Chef, das nenne ich einen sozialen Geste. Ich danke. Und wenn ich wieder mal einen Umzug habe, dann melde ich mich bei euch. Mal in den Teil, das könnte bald sein. Wilfried, komm, ich zeig dir erstmal die anderen Räume, ja? Na, was sagst du, Wilfried? Ja, ist es nicht ein niedliches Kinderzimmer? Was sagst du? Was? Ich? Nee, ja, was nicht, sagst du? Nicht. Es ist wirklich ein sehr niedliches Kinderzimmer. Ja, Mami, ich habe von Tante Charlotte eine Puppe gekriegt. Oh, sag mal, ist die schön. Wirklich sehr niedlich. Und das ist euer Schlafzimmer, ihr Lieben. Na, ist es nicht wunderschön? Ist es nicht wunderschön? Das Bild? Überhaupt alles. Das ist überwältigend. Das fliegt alles raus. Oh, wie schön. Hallo. Danke, Fabi. Guten Tag. Deine Eltern besichtigen gerade ihr Schlafzimmer. Und ich führe dich gleich in dein Zimmer. Komm, komm, komm. Das ist Staunen. Ich dachte, ich krieg oben was. Nein, im ersten Stock wohne ich. Da soll ich etwa ins Altersheim? Hier, deine Liege, auf der hast du doch immer so wunderbar geschlafen, als du zu Besuch warst. Ja, eben. Als ich zu Besuch war. Guten Tag. Zimmermann, Kriminalpolizei. Ich möchte gern mit Herrn Stubbe sprechen. Es geht um den Unfall am frühen Abend. Ach ja, natürlich. Bitte kommen Sie herein. Dankeschön. Er ist gerade im Garten. Bitte kommen Sie mal doch mit durch. Ah ja. Ja. Wilfried! Ja? Kommst du mal bitte? Da ist ein Herr, der dich sprechen müsste. Er sagt, es geht um den Unfall am frühen Abend. Ach, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Kommissar Stubbe aus Dresden sind, der morgen bei uns im Kommissariat anfangen wird. Zimmermann.
5 Mark für Sparschwein. Wie bitte? Das bedeutet, Sie haben falsch geraten. Ich bin zwar der neue Kollege, beginne aber erst in der Woche. So? Der Chef erwartet Sie aber schon morgen. Vielleicht komme ich mal zur Begrüßung vorbei, aber ich habe noch Urlaub. Und zu dem Unfall kann ich Ihnen jetzt auch nichts anderes sagen, als ich dem Beamten schon am Unfallort gesagt habe. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass der Täter einen Oberlippenbart trug. Naja, das wurde von den anderen Zeugen auch ausgesagt. Und die Augenfarbe? Es tut mir leid, das ging verdammt schnell. Schade. Die Maschine, ich glaube, die war vermutlich eine japanische. Eine Kawasaki. Eine genaue Beschreibung der Kleidung des Täters liegt uns übrigens auch vor. Nein, nein, mich würden noch Besonderheiten interessieren. Da war nichts weiter. Außer eben der markante Fahrstil. Elegant, sportlich und trainiert, aber sonst war nichts. Naja, ich dachte, einem Kommissar aus dem Osten fällt da etwas mehr auf. Wenn da noch was gewesen wäre, wäre mir es auch aufgefallen. Naja, vielen Dank erstmal. Ich werde Sie jetzt in Ruhe lassen. Ist ja auch schon reichlich spät, oh ja. Vielleicht sehen wir uns ja morgen. Würde mich freuen. Kann ich da rausgehen? Ich kenne mich auch noch nicht aus. Caro? Ich habe heute den ganzen Tag noch nicht geraucht. Du bist irgendwie ein bisschen weit weg. Ja, man braucht sehr lange Arme in solchen Betten, um den anderen überhaupt spüren zu können. Dann ist noch diese blöde Kante. Ja, irgendwie hinderlich. Also was ist? Ich zu dir oder du zu mir? Den Satz kenne ich doch. Ich glaube, damals kam ich zu dir. Aber jetzt bist du dran. Das ist auch alles zu eng. Das sind Betten ohne Kompromisse. Entweder zu weit oder zu eng. Ich habe mir das anders vorgestellt. Das Bett? Irgendwie alles. Stubi? Das sind nur kleine Anfangsschwierigkeiten. Du wirst sehen, wie freundlich Tante Charlotte ist. Die ist das alles noch nicht gewohnt. Ihr fehlen da einfach die Erfahrungen im Umgang mit so einer großen Familie. Das muss man trainieren, wie eine Sportart. Mhm. Ist ja so nicht mehr so eng. Weißt du? Und ich glaube, Familienleben ist die schwerste Sportart. Dagegen sind Abfahrtslauf und Stabhochsprung absolut easy. Ich habe schon einiges von Ihnen gehört, Herr Stubbe. So, aus Dresden? Ja, einer meiner Schulfreunde arbeitet seit einigen Jahren in Dresden. Sagen Sie bloß der Krappe. Genau der. Und um Ihre Frage zuvorzukommen, er hat mir gesagt, dass Sie einer seiner besten Leute seien. Mir nicht. Darf ich Ihnen unseren neuen Mitarbeiter, Herrn Stubbe, vorstellen? Guten Morgen. Stubbe. Kolb. Kolb, angenehm. Klove. Stubbe, angenehm. Danke, ich habe mich gerade abgewöhnt. Morgen. Oh, guten Morgen, Herr Gessler. Herr Zimmermann, die Herren kennen sich ja bereits. Ich habe mir gedacht, Sie könnten ihm bei der Lösung seines jetzigen Falles behilflich sein, zum Einarbeiten und um die Hamburger Gegebenheiten kennenzulernen. Tja, ich denke, Sie stürzen sich gleich heute in die Sache. Da ist nur ein Problem. Ich habe noch Urlaub und den brauche ich. Meine Möbel stehen noch im Schuppen. Tun Sie mir das nicht an. Wir haben fest mit Ihnen gerechnet und zwar sofort. Also nicht, dass ich nicht will, aber ich... Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie schnuppern mal in die Sache rein, lernen den Fall kennen, dass Sie ihn nächste Woche übernehmen können, falls wir ihn bis dahin nicht gelöst haben. Warum sollten wir den Fall nicht gelöst haben? Das soll ja schon mal vorgekommen sein, Herr Zimmermann. Ich muss jetzt auf eine Sitzung. Wir können noch mal in Ruhe nachher darüber sprechen.
Naja, dann nehmen Sie mal da drüben Platz. Der Kollege, der da saß, ist seit 3 Monaten im Ruhestand. Ja, und das hier sind die Akten. Beim Toten am Tatort handelt es sich um einen Marcel Hansen. Ich gebe Ihnen das mal rüber. Ja. Vorbestraft lebte in Altona, kleine Verhältnisse. Einschlägig bekannt war er eigentlich nur als Taschendieb, der sich besonders auf Bahnhöfen betätigte. Fabian, ich mache dir das hier alles ganz schön. Ich nähe dir noch einen Vorhang davor. Nein, ich will meinen Schrank. Fabian, Stück für Stück. Ihr Lieben, es gibt Kaffee im Wintergarten. Und Kekse. Ja. Danke für mich. Junge, bitte, komm. Mir zuliebe, ja? Charlotte ist ein verdammtes Monster. Hör auf jetzt. Ich habe letzte Woche noch mal mit Dr. Becker gesprochen. Oh, das ist der Nachfolger von meinem Gustav, ein sehr hilfreicher junger Mann. Gustav hat ihn ausgebildet. Er ist sozusagen sein geistiger Erbe. Und Dr. Becker meint, es gebe keinerlei Probleme für eine Lehrstelle für Fabi. Tante Charlotte, wir danken dir. Aber um eins muss ich euch bitten, seid nachher pünktlich. In einer Bank läuft alles akkurat, korrekt, höflich und pünktlich. Vor allem du, Fabian, denke daran. Wir sind hier nicht irgendwo. Wir sind da, wo man sich zu benehmen weiß. Und wenn du Bankkaufmann in Hamburg sein willst, musst du schon ein Minimum an Form wahren. Wer sagt denn überhaupt, dass ich Bankkaufmann in Hamburg sein will? Ich wollte Bankkaufmann in Dresden sein. In Dresden. Zusammen mit Moshi, Jacqueline und Danny. Fabi. Warum soll ich dir nicht sagen, was ich denke? Ihr seid doch bloß zu feige. Papa ist heute früh doch bloß zur Arbeit gerannt, weil er sich hier absolut unwohl fühlt. Sag mal, was redest du denn? Dass deine Tante Charlotte uns ausgetrickst hat. Braucht doch nur eine nette Unterhaltung für ihren Lebensabend. Du bleibst hier! Das Haus ist das Letzte. Das ganze Hamburg ist eine einzige. Ich kann das nicht fassen. Noch nie hat mich jemand so beleidigt. Niemals. Tante Charlotte, der Junge befindet sich im Moment in einer komplizierten Phase. Ihn trifft der Umzug in einem schwierigen Moment. Und er hat alle seine Freunde in Dresden und ein Mädchen. Komm. Nimm's nicht so schwer. Das ist wie ein Anfall. In einer Stunde ist alles vergessen. Hat er das öfter? Du musst ihn zur Ordnung rufen, ganz deutlich. Das brauchen die. Die brauchen Übung. Übung im Streit. Die suchen geradezu bestimmte Konflikte. Und je nachdem, wie wir die Konflikte bestehen, umso besser können sie später ihre eigenen lösen. Es geht nicht darum, dass man sie mit Härte in ihre Schranken verweist. Worum geht es, wenn er mich beleidigt? Wird er dadurch ein besserer Mensch, dass er seine Großtante beleidigt? Früher war das anders. Waren wir deshalb schlechtere Menschen? Aber das sagt doch keiner. Bin ich ein schlechter Mensch? Nein! War deine Mutter ein schlechter Mensch? Was hat denn meine Mutter damit zu tun? Sag es! Euer Apparat. Eure Nummer. Alle sind euer! Hör mich ruhig ein! Stubbe? Ja? Oh, mein Schatz. Nein, mach dir keine Sorgen. Alles ist gut. Meine Stimme? Die klingt auch wie immer. Nein. Was? Du bist in die Ermittlungen zum Banküberfall einbezogen? Und dein Urlaub? Also, nun schildern Sie noch einmal den Tathergang. Ja, wirklich. Ich habe nie gewusst, was das Wort kaltblütig eigentlich bedeutet. Aber Schneider war so. Mit kaltem Blut hat der sich einfach fallen lassen, hat gezielt und getroffen. Wirklich ein sehr guter Mann. Also das war reif fürs Lehrbuch. Zielen und Schuss! Und dann fuhr erst die Maschine los. Ja, ja, den zweiten Gangster haben wir dann leider nicht mehr getroffen. Aber trotzdem, wie im Lehrbuch. Christiane, wir müssen gehen. Papa, der wollte doch mitkommen. Der ist am Tatort. Tatort? Mhm. Wieso Tatort? Der wollte doch mit in meine Schule kommen. Das wird er auch machen, ganz sicher. Aber heute scheint es wieder schwierig zu sein.
Immer ist es schwierig. Immer ist so ein Verbrecher wichtiger als meine Schule. Ach, mein Spatz, das ist nun mal der Beruf vom Papa. Und den kann man nicht halb machen. Jedenfalls kann dein Papa das nicht. So. Und jetzt gehst du zu Tante Charlotte und sagst auf Wiedersehen, ja? Wir verreisen noch nicht. Bitte. Ab. Fabian, ich fahre mit der Kleinen in die Schule. Vergiss bitte nicht, dass du einen Termin bei der Bank hast. Ja? Tschüss. Was ist denn, Christiane? Tschüss, Tante Charlotte. Also, sag. Na, da vorne. Da vorne ist er abgebogen. Ging ja auch alles so wahnsinnig schnell. Wie lange arbeiten Sie jetzt schon bei der Firma? Ach, Firma? Bin ich ja schon Altmaterial. 21 Jahre mache ich das schon. Und Ihr Kollege? Guido, der ist seit 3 Jahren dabei. Aber ein Pfundskerl, ne? Also ja, wirklich ein ja Pfundskerl. Das haben wir inzwischen schon begriffen. Komm. Sie mögen ihn? Ja, vielleicht klingt das ein bisschen übertrieben, aber er ist einfach für mich sowas wie ein Sohn oder besser wie ein Bruder. So, und jetzt sagen Sie uns noch, welche Hobbys Sie haben und dann müssen ja, wir... Ja, hauptsächlich Sport, Kraftsport und Kampfsport. Also, ich nehme mich da schon ein bisschen zurück, aber der Guido, der zieht so, das voll durch. Mal, ja. Also voll. Und früher... Früher war ich Fußballer, Kreisklasse. Ich auch. Ja. Ja, und Ihr Kollege? Der war Crossfahrer. Wo kann ich den treffen? Weiß ich nicht, wo der jetzt steckt. Aber eigentlich sind wir ja für heute beurlaubt. Aber heute Abend kommt er mit seiner Verlobten zu mir. Komm so einfach dazu. Gut. Also am frühen Abend. Oh. Tschüss. Tschüss. Also, was ist? Ja, ich habe noch was ganz Wichtiges. Robin? Ja, Charlotte? Ja? Ja, ich bin's nochmal, Wilfried. Kannst du mir mal Caroline geben? Ach, die ist gerade unterwegs. Sie hat bis vor einer halben Stunde auf dich gewartet. Ach, das tut mir aber leid. Doch, weil wir haben Leid zu tun. Dienst ist Dienst und der geht immer vor. Wie geht's denn so? Benehmen sich die Kinder einigermaßen? Ich gerade mit dir reden. Ich mache mir große Sorgen, vor allem um Fabian. Und ich weiß nicht, ob ich es mit dem Andenken an Gustav vereinbaren kann, einen solchen Rüpel in unserer Filiale unterzubringen. Entschuldige, Charlotte, aber ich verstehe dich ganz schlecht. Aber ich freue mich, dass alles gut geht. Sag Caro und den Kindern, dass es später wird. Ich muss noch mal ins Büro. Bleibt der erschossene Täter, Marcel Hansen. Einziger Ansatzpunkt. Deshalb sollten wir noch mal alles genau durchgehen, was uns Hinweise auf seinen Komplizen geben könnte. Diebstahl. Bei der ersten Sichtung ist allerdings nichts Brauchbares herausgekommen. Er war ein strenger Einzelgänger. Warum? Hat er denn keine Familie? Doch, Frau, Kind. Sonst keinen. Keine Eltern, keine Geschwister. Hansen war Heimkind. Mit der Frau habe ich übrigens gestern gesprochen. Sie war in schlechter Verfassung. Noch ein Kaffee? Ja, bitte. Aber bitte keinen mehr aus der Kaffeemaschine. Geht's auch türkisch? Wie? Türkisch. Ein großer Pott, 2 Löffel Kaffee rein, heißes Wasser drüber und fertig. Das habe ich mir damals so angewöhnt. Da gab's bei uns noch keine Kaffeemaschinen. Deswegen verzichten Sie auf die bequemste Art, Kaffee zu kochen? Tut mir ja selber leid. Ich bin nur mal ein Gewohnheitsmensch. Also weiter. Zum Geflüchteten. Ja. Bei ihm wurde von mehreren Zeugen ein Oberlippenbart unter dem Helm entdeckt. Sonst gibt es über ihn wenig Fassliches. Ach, außer einer sehr schönen Beschreibung seines Fahrstils, die kam von ihm. Begabt, sportlich trainiert. Allerdings machte der Geflüchtete am Tatort einen eklatanten Schaltfehler. Maschine abgesoffen. Tja, das waren die Fakten. Und Ihre Hypothesen? Keine. Keine Hypothesen. Wir suchen Täter. Gut, wenn es für Hypothesen zu früh ist, muss es ja für die Statistik nicht zu spät sein, oder? Danach gilt es als erwiesen, dass ein nicht unerheblicher Teil solcher Überfälle auf Geldtransporte vorgetäuscht sind. Dankeschön, Frau Költer. Danke für den Tipp. Das ist auch hier hinreichend bekannt. Aber vergessen Sie nicht, einer der Beteiligten kam zu Tode. Marcel Hansen liegt jetzt im Leichenschauhaus. Und das spricht dagegen. Zimmermann. Ja, wir kommen.
Tat sind bisher keine brauchbaren Spuren gefunden worden. Wir nehmen die Maschine mit, aber da kommt nicht viel. Die Täter sind Profis. Die Nummer kenne ich doch. LW-235. Die Maschine ist sicher geklaut. Interessant ist eine Reifenspur, die wir dort gefunden haben. Die stammt wahrscheinlich von einem Transporter. Fabi! Ich hab den Nasi Goreng mitgebracht. Hey, mach auf! Ich hab dir doch einen Nasi Goreng mitgebracht. Mama? Ja? Fabi macht wieder nicht auf. Oh, ist denn die Sache noch nicht vorbei? Fabian, antworte bitte. Junge, du hast einen Termin. Hast du das vergessen? Du musst in 10 Minuten losgehen. Und zwar gewaschen und umgezogen. Oh, Charlotte. Fabian, oder bist du schon fertig? Auf was denkst du dir denn dabei? Komm her, nicht aufs Klavier, in die Küche, mein Schatz. Was machen wir denn nun? Das fragst du mich? Sind doch deine Erziehungsmethoden, nicht meine. Bitte, Charlotte, lass uns diesen Streit vergessen, wenn das andere schon so schwierig ist. Ja. Er starrt an die Decke. Was? Woher weißt du das? Komm mit. Ich werde euch was zeigen. So. Charlotte, bitte nicht. Aber dann rufen wir Wilfried an. Er soll das klären. Um Gottes Willen, lass doch Wilfried da raus. Es wäre besser, wenn das Problem mit Fabi vor ihm sozusagen nicht so ausgeschmückt wird. Lügen soll ich? Knall doch die Tür nicht so, Christiane. Sag es doch, wie du sagen wolltest. Ich soll lügen. Nein, vergiss es, wenn du der Meinung bist, dass du nie in deinem Leben gelogen hast. Vergiss es, Charlotte. Fabi, mach die Tür auf. Wilfried wird nichts von mir erfahren. Ich werde sofort die Bank anrufen und Fabian bei Dr. Becker entschuldigen. Ja, bitte? Guten Tag, mein Name ist Stürpe, Kriminalpolizei. Mein Kollege Zimmermann hat mich sicher schon angekündigt. Ist ein Mädchen oder ein Junge? Ein Junge. Ich habe auch einen Sohn. Aber Ira ist kein Pechvogel. Wir sind alle Pechvögel. Er, sein Vater, seine Mutter. Ich wurde mein Leben lang geprügelt, bis Marcel kam. Und Marcel war sein Leben lang allein, bis ich kam. Hatte er denn jemanden? Sie suchen den zweiten Motorradfahrer? Genau. Ich auch. Aber er hatte keine Freunde. Ich verstehe das auch alles nicht. Bekannte? Ging er denn nicht abends mal in die Kneipe? Abends war er hier. Schulfreunde? Kenne ich nicht. Wovon haben Sie gelebt? Er brachte das Geld. Ihr Mann war vorbestraft. Wissen Sie das nicht? Bei ihm ging eng alles daneben. Gleich das erste Ding. Hat er Ihnen davon erzählt? Marcel war doch nur dabei. Da stand Schmierer. Sozusagen. Der andere wollte ein Motorrad am Bahnhof klauen. Ist aber nur bis an die nächste Ecke gekommen. Dort ist er gegen eine Laterne geknallt. Direkt vor der Polizeiwache in Altona. Hat Marcel oft erzählt. Es war an seinem 18. Geburtstag und deshalb ein Zeichen für ihn. Ein Zeichen? Wofür? Immer allein zu arbeiten. Wie hieß der Kumpel? Keine Ahnung. Herr Kollege Zimmermann, ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ja, ich glaube, zum Schnuppern hat es für heute gereicht. Ja, ein Rätsel, das Sie lösen müssen. Sie suchen den Geburtstag eines Marcel Hansen heraus, addieren 18 Jahre und dann schauen Sie die Berichte in der Wache am Bahnhof Altona. Hinter dem Bahnhof hat es einen Motorradunfall gegeben. Ich glaube, den Fahrer des Motorrades sollten wir mal sprechen. Papa! Ach, Christian. Ich habe eine ganz nette Lehrerin. Und rate mal, wie sie heißt. Rumpelstilzchen. Nein, falsch. Meier! Wie Direktorin in Dresden. Das ist ja wunderbar praktisch. Sag mal, was ist denn eigentlich Mama? Sie telefoniert. Ich komme dann, auf jeden Fall. Ja, du, das können wir dann nicht.
Nein, 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 das ist mein Mann. Der schenkt mir einen Blumenstrauß, weil er ein schrecklich schlechtes Gewissen hat. Das sagst du, ja. Nein, auch, weil er heute heimlich gearbeitet hat. Ja, du wirst ihn kennenlernen. Ja, ich komme vorbei. Tschüss. Was, bitte. Und? Das war Annegret aus meiner Studiengruppe. Die lebt doch hier in Hamburg. Danke. Wir haben uns erst mal verabredet. Ihre Firma läuft gut. Aber die hat sie auch schon seit 15 Jahren. Du schaffst das auch. Ja. Du machst eine Firma auf und konkurrierst alle nieder. Und ich gehe dann in Pension. Ach, davon träumst du also? Und vom ruhigen Abendbrot. Ah ja, dann hol schon mal Tante Charlotte. So war das aber nicht gemeint. Ich meinte ruhig. Die hat einen schönen Braten gemacht. Das ist Erpressung! Du sag mal, was ist denn überhaupt auf der Bank rausgekommen? Was? Der Fabi hat doch einen Termin. Ach ja, der Termin wurde verschoben, weil Dr. Becker hatte keine Zeit. Du, die soll unseren Fabi nicht warten lassen. Charlotte, das Essen ist fertig. Charlotte, das Essen ist... Was ist denn? Schön hast du es hier. Ja. Alle Achtung. Darf ich mal? Ach so, lässt sich's wohnen. Die Räume standen jahrelang leer. Dann habe ich alles renovieren lassen. Warum ging das unten nicht? Ich habe euch doch erzählt, welches Versprechen ich meinem Gustav gegeben habe. Und ich möchte euch herzlich bitten, dass ich mich nicht alle Viertelstunde dafür rechtfertigen muss. Ihr seid Besitzer eines Hauses von beträchtlichem Wert. Wir? Ja. Hast du mal auf der Immobilienseite nachgesehen, was ein vergleichbares Haus in dieser Lage kostet? Das mache ich erst, wenn ich es verkaufe. Aber im Vertrag steht, dass wir die ersten 30 Jahre nicht verkaufen dürfen. Genau. Deshalb schaue ich auch nicht in die Zeitung. Ja, hoin. Wo ist denn Fabi? Der hat keinen Appetit. Ja, das gucke ich mir an. Ja. In welchem Programm? Ach, was, kein Appetit? Ist er krank? Nein, es geht ihm gut. Bestens. Dann hole ich ihn. Der soll wenigstens mit am Tisch sitzen. Ach, so lass ihn doch. Du, nun warte doch mal. Jugendliche in seinem Alter darf man nicht so gängeln. Ja, du warte mal. Ich rufe dich morgen wieder an. Ja, ja, meine Familie wartet. Tschüss. Entschuldigt bitte, ich habe noch einen kurzen Termin. Hebt mal was von dem Braten auf, ich bin gleich zurück. Also Caroline. Das ist doch erlaubt oder steht etwa auch im Vertrag, Speisen nur im Kollektiv. Ist er das? Ja, das ist er. Ein Kommissar habe ich mir aber anders vorgestellt, Harald. Na komm, lass uns allein. Von dir will er doch nichts. Kommen Sie rein. Schönen guten Tag, Herr Richter. Na, Herr Stubbe. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen verfahren. Das macht doch nichts. Ja, das ist meine Frau, Susan, Angenehm. Herr Stubbe. Gehen Sie doch durch. Hier rein, ja? Ja, bitte. Dankeschön. Tja, und das ist mein Kollege. Das ist der Guido Schneider. Stubbe, freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ach, nehmen Sie auch Platz. Ja, ich will auch gar nicht lange stören. Ich habe nur mal ein paar Fragen noch. Ist Ihnen irgendwas Besonderes aufgefallen? Das haben wir doch alles schon erzählt. Brauchen Sie? Nee, ich habe mir das abgewöhnt. Nee, ich will mehr wissen. Waren die Täter nervös? Also, wie das so lief, das waren Profis. Das haben die nicht zum ersten Mal gemacht. Aber eins ist mir da nicht klar. Wie kommt es, dass so professionelle Leute mit dem Motorrad nicht klarkamen? Was Sie haben mir da erzählt, dass der Fahrer bei der Abfahrt vom Tatort Probleme mit der Maschine hatte. Hat die Gänge nicht reingekriegt oder war sie sogar verreckt? Keine Ahnung. Ich bin kein Motorradfahrer. Na, aber er doch. Aber Sie waren doch Crossfahrer. Naja, mir wäre das sicher nicht passiert, denke ich mal. Wenn irgendwas ist mit der Maschine, man steckt ja nicht drin. Und was hatten Sie so für Maschinen? Verschiedene. Und, hat er auch mal gewonnen? Und ob.
Ach, das sind ja herrliche Maschinen. Er hat ja auch bei den deutschen Meisterschaften mitgemacht. Und immer ganz weit vorne, ne, Guido? Gratuliere. Also Motorradfahren, das ist eine ganz eigene Sache. Für mich der einzige Motorsport, der noch zählt. Ehrlich. Tja, das war's. Das war's? Ja, ihr Alibi wurde ja schon von meinem Kollegen überprüft. Ja, so direkt war der aber nicht. Die Fotos. Herr Schneider, an Sie hätte ich noch eine Frage. Ja? Haben Sie eine Schießausbildung? Ja. Warum haben Sie dem Mann in den Rücken geschossen? Das habe ich nicht gewollt. Die Zeit hat er ja nicht gehabt. Ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht. Wenn ich an meine Waffe gekommen wäre. Vielleicht auch nicht. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja. Vielleicht auch nicht. Was wollten der damit sagen? Fabian, es ist ein herrlicher Braten. Du hättest wenigstens probieren sollen. Oder nimm dir eine Scheibe Brot. Weißt du überhaupt, wie lange du nichts gegessen hast? Ach, Junge, sei doch vernünftig. Was ist? Sowas war früher nicht möglich. Das war ausgeschlossen. Unsere Eltern haben was gesagt und wir haben es gemacht. Würdest du mich bitte mit Fabian reden lassen? Na, du redest doch gar nicht. Weißt du auch warum? Weil du immer daneben stehst. So verschlossen war Fabian noch nie. Nein, meine kleine Nichte. So ein Problem kommt nicht plötzlich und unerwartet. Unsinn. Fabian, Tante Charlotte ist rausgegangen. Vielleicht können wir jetzt doch ein bisschen reden. Worüber? Über alles. Auch über Dresden? Warum Dresden? Ich will zurück. Lass es uns doch hier versuchen. Wir haben doch alle was davon, auch du. Sieh mal, hier ist dir die Lehrstelle fast sicher. In Dresden war alles unklar. Und Tante Charlotte ist netter, als du denkst. Sie ist das nur alles nicht gewohnt. Na, danke schön, danke, liebe Tante Charlotte. Gerade wollte ich ein Problem lösen. Charlotte? Liebe Tante Charlotte, wenn du nicht riskieren willst, dass wir morgen allesamt unsere Koffer packen und abreisen, dann wirst du endlich... Ja, was wolltest du mich bitten? Du weißt das ganz genau. Wolltest du sagen, ich soll den Mund halten? Ja. Wolltest du das sagen? Ich habe das nicht verdient. Glücklich wollte ich euch machen. Teilen, Wolfi. Und was kommt dabei heraus? Dass ich mich von allen beleidigen lassen muss. Und jetzt sogar von der Tochter meiner Schwester. Was ist denn hier los? Ich habe Mama nur noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Dann ist sie wirklich eingeschlafen. Du bist ja richtig begabt. Jetzt aber Licht aus. Soll ich dir nicht auch eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Damit ich auch hier einschlafe, du kleine Zauberhexe-Baba-Jaga. Ich bin doch heute aber nicht die Hexe-Baba-Jaga. Ach, was bist du denn dann? Ein Captain. So? Ja, ein Captain. Weil wir heute ein Segelschiff gesehen haben. Und wann sticht dein Schiff in See? Jetzt gleich. Da wünsche ich dir immer eine Handbreite Wasser und umgehen. Hm. Vorsicht! Die Nacht wird stürmisch. Hm. Eigentlich vorhin mit dir los? Was? Was mit dir los war, will ich wissen. Nichts. Was soll los sein? Ich bitte dich.
Wenn du so zeitig einschläfst, dann hast du doch immer Probleme. Ich habe keine Probleme. Ich bin müde, der Tag war anstrengend. Gab's wieder Ärger mit Tante Charlotte. Warum? Warum wohl? Nicht. Und Fabian? Vertragen die zwei sich wenigstens? Musst du mich immer verhören? Hm? Ist ja wie ein Verhör. Verhör ist anders. So? Da esse ich nicht. Ach. Also was ist? Was ist? Ich gehe schon mal vor. Dann setze ich mich zu Fabian. Nichts ist trauriger, als alleine zu essen. Nein, nein, lass ihn, er schläft schon. Und wenn ich nicht mehr vernommen werde, bleibe ich auch gerne hier. Da muss ich ja von mir erzählen. Ach ja, bitte. Guck mal, das habe ich geklaut. Warum? So ein Gesicht inspiriert mich. Das sehe ich an und bekomme eine Ahnung, was ein Mensch fühlt. Und was fühlt dieser Mensch? Weiß ich doch nicht. Ich denke, du kriegst eine große Ahnung. Normalerweise. Mhm. Aber hier fehlt mir mein Medium. Oh Gott, die Couch. Genau, die Couch. Auf der Couch liegen und nachdenken war eigentlich der schönste Teil meiner Arbeit. In Dresden jedenfalls. Dazu leise Geräusche aus der Wohnung, gedämpfte Schrammelmusik vom Nachbarn und das Quietschen der Straßenbahn. Ich denke, das hat dich immer aufgeregt. Unsinn. Die Geräusche kann ich dir nicht verschaffen. Die Couch steht schon einiges verbessern. Ich glaube, wir müssen mit Tante Charlotte nachverhandeln. Das geht jetzt nicht. Warum nicht? Sie ist so stur. Daran erkennt man eure Verwandtschaft. Ach, Unsinn. Wir reden mit ihr. Ich mach das. Warum? Ach komm, erzähl lieber was vom Fall. Ich höre das so gerne. Na gut. Bei der Ermittlung gibt es jetzt zwei Richtungen. Wer war der zweite Mann auf dem Motorrad? Und mit wem macht ein Mann wie Hansen ein so schweres Ding? Und warum? Ja, bitte. Guten Tag, Stubbe, Kriminalpolizei. Also, Ihr Mann oder Ihr Freund hat sicherlich schon von mir berichtet. Mein Verlobter. Ich wollte ihn gern sprechen. Der ist leider schon zur Arbeit. Ach, das ist ja dumm. Der hat mir gestern ein paar Bilder gezeigt von seinem Motorradrennen. Oh, da muss ich wohl aus Versehen eins eingesteckt haben. Ja. Ja. Ich würde es ihm gern geben. Ja. Ich wollte es ihm zurückgeben. Geben Sie. Ach so. Das waren schöne Bilder. Ich liebe Motorräder. Mhm. Fahren Sie auch Rennen? Leider nicht. Ich kann nicht Motorrad fahren. Schade. Ich gebe es ihm. Ach so, pardon. Wiedersehen. Entschuldigung, ich hätte da noch eine Bitte. Könnte ich mal bei Ihnen meine Dienststelle anrufen? Ja, aber ich habe sehr eilig. Das geht ganz rasch. Sehr gut, kommen Sie rein. Da hinten. Geht ganz schnell.
Stubbe? Oberkommissar Stubbe? Ja, ich hätte gern mal den Chef gesprochen. Was? Wen willst du sprechen? Wann kommt er denn? Stubbi, steckst du wieder in einer fremden Wohnung? Gegen Mittag. Du bist sowas von neugierig. Wenn du nicht Kriminalist geworden wärst, wärst du sicher Versicherungsvertreter. Die kommen auch überall rein. Ich müsste dann aber gleich mit ihm reden. Und? Fällt dir was auf? Ja, dann eben mittags. Es ist übrigens die einzigartige Gelegenheit, dir etwas zu sagen, worauf du nicht reagieren kannst. Hamburg ist schön, auch ohne Couch. Wir bleiben hier und alles wird gut. Sag ja, sonst schrei ich. Also dann 13 Uhr. Was ist? Brauchst du noch mehr Unterhaltung oder hast du genug gesehen? Ja, aber vergessen Sie es nicht. Bis dann. Na, sehen Sie. Schön sehen Sie mich, Loris. Übrigens, der Motorradfahrer hatte die gleiche Größe wie Sie. Ach, haben Sie ihn gesehen? Bei der Flucht hat er doch mein schönes Auto retiert. Sie sind doch bestimmt versichert, oder? Na? Haben Sie hier gestoßen? Schlecht geschminkt. Schön haben Sie es hier. Gleich ein Döpfchen, Sächschen? Frau Töpfer, da muss ich Sie doch gleich mal aufklären. Sächsischer Kaffee, das ist Blümchenkaffee. Dünn wie bayerisches Bier, aber dafür lauwarm wie Kuhmilch. Aber einen schönen türkischen, den würde ich noch trinken. Der Zimmermann sitzt schon nebenan. Er verhört einen Lührs, Jens Lührs. Den alten Kumpel von Marcel Hansen? Genau der. Den haben wir gestern noch ausfindig gemacht. Mhm. Und wissen Sie wo? Ich vermute, Sie können das sagen. In Santa Fu, Fuhlsbüttel. Der Bursche sitzt. Na, da ist er ja fein raus. Können Sie mir den Kaffee dann reinbringen? Morgen, Kollege Zimmermann. Ach, schön, dass Sie auch kommen, Herr Kollege. Das ist Jens Lührs. Und das ist Kommissar Stubbe. Herr Lührs hatte am Tag des Überfalls Freigang. Ja, aber ich war's nicht. Ich überfalle auch keinen Geldtransporter. Haben Sie nicht in meine Akten gesehen? Da steht ja drin, was ich gemacht habe. Habe. Vergangenheit ist vorbei. Herr Lührs, wir haben uns Ihre Unterlagen genau angesehen. Ja. Sie haben Ihr Leben lang Fahrzeuge, vor allem Motorräder, gestohlen und damit gehandelt. Ach, da könnten Sie ja jeden Motorradverkäufer verdächtigen, ne? Wir würden auch tatsächlich jeden überprüfen, der mit Hansen befreundet war. Ich war doch nie mit dem befreundet. Nie. Ich kannte den lediglich. Aber immerhin so gut, dass Sie zusammen ein Motorrad geklaut haben. Ach, das Ding ist doch absolut überaltert. Das war vor 500 Jahren, Mensch. Was haben Sie vorgestern gemacht? Da war ich in der Kneipe. Ich habe da die ganze Zeit Billard gespielt, können Sie ja nachfragen. Und abends? Irgendwann war ich blau. Ich glaube, da war ich noch bei meiner Freundin. Da fragen Sie die doch. Die hat die absolute Kontrolle über mich. Die weiß bestimmt auch, wie ich denn wieder zurück bin nach Santa Fu. Das ist der Transporter. Wie lange steht denn der hier schon? Er wurde wahrscheinlich unmittelbar nach der Tat hier abgestellt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Seit 2 Tagen wird nach diesem Wagen gesucht. Und hier steht er ganz friedlich rum. Toller Fahndungserfolg. Es wurde nicht gemeldet. Darüber reden wir noch. Kollege, Herr Zimmermann, ja. Aber Sie müssen doch zugeben, dass es die Täter nicht blöd angestellt haben. Warum? Den Transporter der Bahn zu benutzen. Ja. Ist die sicherste Art, in der Nähe des Bahnhofs einen Parkplatz zu finden. Vielleicht nach Ihren Maßstäben. Das war in Dresden so und ist in Hamburg sicherlich genauso. Aber wir wollen uns vielleicht hier nicht streiten, wo die Kriminellen noch krimineller sind. Hm? Was machst du denn hier? Ich muss einfach mal in Ruhe nachdenken. Und das kannst du deinem Zimmer nicht? Kannst du's?
Was machst du da? Ich habe mir alles gut überlegt. Fabian, ich verstehe dich nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Ich bin 19 Jahre alt und alt genug, meine eigene Entscheidung zu treffen. Niemand kann mich zwingen, hier zu bleiben. Niemand! Und wo willst du wohnen? Das wird ja wohl das geringste Problem sein. Meine Freunde sind echte Freunde. Keine Karrieregeilen Heuchler, keine Lügner, keine Egoisten, keine Abzocker. Ich bin mir sicher, dass mir keiner eine Bleibe anbietet, die auch nur annähernd so verlogen ist wie dieser verkappte goldene Käfig hier. Du bleibst. Du willst mich ja nicht. Ich sehe nur noch an deinen Job. Irgendwelche Bullen, die irgendwelche Räuber klar machen. Etwas anderes interessiert dich doch schon gar nicht mehr. Sag niemals, Bulle. Niemals. Bulle. Das lasse ich mir von keinem sagen. Ich mache meine Arbeit gut, weil es nicht anders geht. Und es tut mir leid, dass ich für dich keine Zeit hatte. Weil, sei froh, dass du einen Vater hast. Ich hatte keinen. Ich musste mir immer einen denken. Bitte lass den Schmalz. Zeit für mich. Ich brauche nicht viel. Nur ein paar Stunden, dann kannst du losfahren. Komm. Hier, Fabi. Wenn der Schlüssel passt, ist der Wagen unserer. Der gehört meinem Mann. Ich fahre ja nicht mehr oft. Das Boot gehört Ernst. Ernst Streets. Du lernst ihn noch kennen. Er war der beste Freund meines Mannes. Früher sind wir oft gesegelt. Halt, 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 halt. Nicht mit Schuhen aufs Boot. Du kannst doch nie mit Straßenschuhen aufs Boot gehen. Wieso geht keiner mit? Man geht eben barfuß. Sie erinnert mich an unsere Elbe. Ich hoffe, wir haben ein paar Freunde da. Aber hier segeln bin ich noch nie. Na, zur Zeit. Aber segeln ist erstmal Arbeit. Wir takeln auf. Gustav, mein Mann, war eine richtige Landratte. Ihm gefiel Hamburg gar nicht. Er dachte damals, er hätte großes Pech gehabt. Sie hatten ihn hierher geschickt, weil er so gut war. Er sollte eine Filiale übernehmen. Naja, eines Tages habe ich ihn hierher geschleppt. Hier hat er sich dann verliebt. Erst in das Meer und dann in mich. Ja, so war die Reihenfolge. Das Meer war immer stärker. Einmal hätte es ihn fast verschluckt. Trotzdem hat er es nie bereut, in Hamburg geblieben zu sein. Man darf eben keine Erfahrung ausschlagen. War doch eine tolle Wende, ne? Na komm, nimm mal die Pinne. Na los, komm. So. Mal schön gerade ein. Toller Wind. Du machst dir schon ganz gut für dich. Das kannst. Ach, Junge, ich segle seit 40 Jahren.
Das sind sie. Alle beide? Hm. Lass uns jetzt beruhigt schlafen, komm. Oh ja. Hm. Lass dir mit deiner Entscheidung für oder gegen Hamburg Zeit. Wer drängt dich? Der Termin ist verschoben, es gibt keine Probleme. Denk ein paar Tage nach. Wenigstens so lange, um deine alte Tante ein bisschen kennenzulernen. Familie kann man nie genug haben. Was ist denn das? Das weiß ich schon. Wilfried, guck mal. Ja, ich gehe schon. Oh. Ja. Sag mal, was ist denn jetzt wieder los? Charlotte hat oben ein großes Zimmer für mich. Was hat Charlotte? Da unten kann der Junge nicht bleiben. Das ist doch unerträglich für einen jungen Mensch. Kopf. Oh. Papa. Entschuldigung. Hör auf zu klinschen, Mensch. So, komm. Sag mal, wo willst du denn damit hin? In den wunderbaren Dachraum. Das ist nicht dein Ernst, Wilfried. In diesen unausgebauten, dunklen, dreckigen Raum? Genau, in den unausgebauten, dreckigen, dunklen Raum. Und wenn es Charlotte sieht? Mir doch scheißegal. Was hast du gesagt? Du hast es gehört. Also sollte ich es nicht nochmal wiederholen. Was du da machst, ist gegen unseren Vertrag. Da drin steht, dass das erste Geschoss und der Dachboden nur von mir genutzt wird. Ihr habt lediglich das Recht, eure Wäsche dort aufzuhängen. Dann stell dir vor, die Couch ist ein Wäschestück. Mit ein bisschen Fantasie ist das doch gut möglich. So, sehr schön. Komm, und rüber. So, gut. Ich danke dir. Keine Ursache. Danke euch. So, nun will ich nachdenken. Ah. Oh, sehr schön. Du kannst ruhig bleiben, du störst mich nicht. Ich will dir mal was sagen, Wilfried. In meinem Haus. Aber nicht sprechen. Zwischen den Sicherheitsleuten und den Tätern besteht kein erkennbarer Zusammenhang. Keinerlei Verbindung, nichts. Oder habe ich da irgendwas übersehen? Was passiert, wenn Sicherheitsleute und Täter zusammenarbeiten? Keinem geschieht etwas, logisch, und sie wollen alle überleben und sich anschließend das Geld teilen. Im schlimmsten Fall fesselt man sich noch gegenseitig und erzählt anschließend eine Gruselstory. Wie aber kann man den Gedanken einer Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsleuten und Tätern zerstreuen? Indem man einen Unbeteiligten engagiert, dessen Schicksal von vornherein feststeht. Das Bauernopfer. Er wird von den angeblich Überfallenen erschossen. Durch diesen erschossenen Täter wird jedenfalls scheinbar jeder Zusammenhang zwischen Opfer und Täter zerstreut. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Entschuldigen Sie, Herr Kollege. Aber es scheint mir auch ein bisschen weit hergeholt, Herr Stubbe. Aber Sie haben sicherlich Ihre Argumente. Anja, die Freundin von Guido Schneider, die könnte die Fahrerin des Motorrads gewesen sein. Anja Hertel? Was soll denn das? Die hat noch nicht mal einen Führerschein, das habe ich selbst überprüft. Ich bin auch Motorrad gefahren ohne Fahrerlaubnis. 14 Jahre alt war ich da. Nach einhelliger Aussage sahen alle Zeugen unter dem Visier des Sturzhelms einen Bart. Wie erklären Sie denn den? War der etwa angeklebt? Ja. Es geht schon etwas weit. Als ich gestern Abend bei Anja Hertel war, habe ich eine deutliche Färbung der Haut über der Oberlippe gesehen. Eine Reaktion auf den Kleber. Interessant. Die Sachsen sind ja für ihre Fantasie berühmt. Siehe Karl May. Aber versuchen Sie es. Gehen Sie der Sache nach, meine Herren.
Bitte. Ich kann Ihnen genau sagen, wie ich den Tag verbracht habe. Also um 17 Uhr hatte ich Feierabend und dann bin ich mit dem Auto auf eine Shoppingtour gefahren. Das mache ich regelmäßig so. Einmal in der Woche. Und irgendwann vor 21 Uhr war ich wieder zu Hause. So spät? Ja, das war eine Ausnahme. Normalerweise bin ich fast eine Stunde früher da. Aber an dem Tag hatte ich meine Einkaufstüte im Café vergessen. Da war ein Pullover drin, den ich mir gekauft habe. Dieser hier. Und Sie haben sicherlich noch die Quittung. Das kann sein. Aber das ist nicht der erste Pullover, den ich da gekauft habe. Sie kennen mich. Oh, danke. Ich werde mich erkundigen. Wie spät war es da? So gegen 17:30. Anschließend bin ich ins Café, um rasch was zu trinken. Möchten Sie einen Kaffee? Oh, sehr gern. Also so ungefähr 18.35 Uhr. Ja, vielleicht auch einige Minuten später. 10 Minuten? Das kann sein. Wissen Sie, ich war ziemlich kaputt von der Rennerei. Ich habe einen Kaffee getrunken und dann bin ich nach Hause gefahren. Wann? Gegen 15:45. Da dauern Sie ja nur 10 Minuten in dem Kaffee. Ja, vielleicht auch eine Viertelstunde. Ist das schlimm? Unterwegs habe ich dann gemerkt, dass ich meine Tüte vergessen habe. Da war ich aber fast schon zu Hause. Ich bin gleich umgekehrt und habe den Pullover geholt. Da war es kurz nach 8. Also haben Sie zwischen 18.45 Uhr und 20 Uhr kein Alibi? Ja, richtig. Aber wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Sie sind noch nicht lange in Hamburg. Hört man das? Also, das Café, das ist im Stadtzentrum. Und der Überfall war um 19 Uhr am Stadtrand. Versuchen Sie mal, um diese Zeit in 15 Minuten diese Strecke hinter sich zu bringen. Hm. Geht nicht. Unmöglich. Ich habe das Gefühl, dass Sie sich nach einem anderen Verdächtigen umschauen müssen. Das reicht. Ich weiß, wohin man sich wenden muss, an welche Behörde, und ich werde es tun. Was wollen Sie von meiner Verlobten? Was wollen Sie ausgerechnet von uns? Ich suche einen kaltblütigen Verbrecher, der den Tod seines Mitkumpanen zu verantworten hat. Ein Mann. Vielleicht auch eine Frau. Kann auch ein Pärchen sein. Und ich finde sie. Das geht nicht. 18.15 Uhr, Hauptbahnhof Poppenbüttel. Wie lange braucht man eigentlich mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof nach Poppenbüttel? 30 Minuten. Hauptbahnhof Poppenbüttel. 30 Minuten. Mein erster Fall. Werden wir ihn lösen? Na klar. Ja, ich erinnere mich. Die Dame hat ja gegen 19 Uhr einen Drink genommen. Dankeschön. Bitte? Sie können sich ja ziemlich genau daran erinnern. Oh Gott, kein Wunder bei dem Theater, was die Dame gemacht hat hier. Die hat sich doch von oben bis unten mit ihrem Cappuccino fürchterlich bekleckert. Also nicht, dass Sie jetzt was Falsches denken. Das ist nicht beim Servieren passiert. Sie selber hat sich bekleckert. Ach. Auf die Jacke, auf den Fußboden. Und dann ist sie auch ganz schnell gegangen. Wissen Sie, ich kann mich an die Dame auch deswegen so gut erinnern, weil die nach einer Stunde noch mal wiedergekommen ist und ihren Pullover abholen wollte. Wir hatten nämlich die Tüte mit dem Pullover hinter die Kasse gestellt. Das machen wir immer so, wenn die Leute was vergessen. Passt ja alles ganz gut zusammen. Wie? Dankeschön. Aber bitte. Sie haben mir sehr geholfen. Okay, Leute, ich glaube, wir können uns zurückziehen. Quatsch, gar nicht, Quatsch. Hi, Fabi. Hey, was war los? Was ist denn Köln oder was? Will deine alten Pausen was bei uns angerufen? Und Hamburg besser als Dresden? Ich weg. Na klar, guck ich zu. Du warst auf der Reeperbahn. Okay, ich gehe zu. Auf der Reeperbahn. Geil, das ist Ruhe wollte ich eigentlich.
Ein bisschen Ruhe. Hallo, Frau Stumpe. Schönen guten Tag. Danke, gut. Hallo, Frau Stumpe. Haben Sie schon eingeredet? Ein bisschen schon. Ja. Ja. Jacqueline, mein Schatz. Oh, wie geht's dir? Gut, wirklich? Streng mich an. Und dann, hallo. Ja, schönen guten Tag, Kirsten. Na, kommt rein. Du bist ja in den. Ich bin der Dani. Ja. Wo ist er denn? Was machen wir denn mit euch? Ich habe ja nicht so viel. Hallo, Jungs hier. Was hast du denn? Wohnszene schon aufgeräumt? Ja, immer noch so vorlaufen. Okay, Dani, oh, was Neues. Man verändert sich. Schön, dass du da bist. Ja, rat mal, was wir jetzt brauchen. Sag's nicht, lass mich raten. 12 Paar Wiener, ja. 2 Brote, ja. 2 Butter, ja. 3 Gläser Marmelade und mindestens 6 Liter Milch. Stimmt? 7. Danke. Papa! Ja, was ist, mein Schatz? Kann ich mitkommen? Na klar, wie soll ich denn das sonst alles schaffen? Los, ab geht's! Jacqueline, seine Möglichkeiten sind in Hamburg ungleich größer. Ja, und was soll ich machen? Nichts Besonderes. Eigentlich genügt es, wenn du ihn ermutigst, hier zu bleiben. Zumindest für die Dauer der Lehre, okay? Ihr könnt euch doch an den Wochenenden treffen und in den Ferien. Du, es gibt viele Paare, die so leben, auch junge Leute. Ihr habt unsere volle Unterstützung, Jacqueline. Kannst du es dir nicht vorstellen? Ach doch, aber ich weiß nicht, ob er sich von mir überreden lässt. Aber ich. Hier auf dem Bahnhof hat der Mann gearbeitet, der bei dem Überfall umgekommen ist. Als was hat er denn gearbeitet? Als Dieb, als Taschendieb. Hat er richtig geklaut? Ja, wo viele Menschen sind, da gibt es viele Brieftaschen. Und Umhängetaschen? Und Umhängetaschen. Taschen? Ja, Taschen. Beutel? Beutel. Koffer? Ja. Auch Mäntel und Jacken? Ja, klaut alles, was Geld bringt. Das ist ja toll, das werde ich später auch machen. Was? Dieb? Warum bist du Dieb hier? Da kann ich in alle Koffer gucken, ob das Spielzeug drin ist. Und behalten, ne? Na? Da muss ich dich aber fangen, ich bin doch Polizist. Kannst ja versuchen, ich bin sowieso schneller. Warum hat er eigentlich eine Bank überfallen, wenn er doch Taschendieb war? Das frage ich mich auch. Ich dachte, du wolltest in Dresden studieren. Die größten Chancen habe ich in Greifswald. Das willst du doch hinter Pommern. Vor Pommern. Jetzt lass deine sächsische Arroganz, ja? Ich glaube es nicht. Sag mal, stört es dich, dass ich in Greifswald neue Leute kennenlerne? Ach, Schwachsinn. Muss es auch nicht. Also. Ich dachte, ich könnte vielleicht zurück nach Dresden kommen. Na. Was willst du denn da? Die Schule ist vorbei. Die werden alle studieren, arbeiten oder sonst irgendwas machen. Die haben überhaupt keine Zeit mehr. Fabian. Glaubst du, dass alles so bleibt, wie es mal war? Wir kommen! Wo wart ihr denn so lange, Wilfried? Wo waren wir denn? Wir zwei, wir waren einkaufen. Würstchen, Brot, Butter, Marmelade, alles wie du es bestellt hast. Wo sind denn hinten in die Küche? Aber bitte nicht mehr essen, wir platzen vor. Tja, zu spät. Wir haben eine Stunde gewartet, dann mussten wir den Pizzanotdienst rufen. Es tut mir leid, wir zwei sind ein bisschen hängen geblieben. War gut, ja, du musst dann schon. Was musst du tun? Ermitteln. Wir haben den Kreis der Verdächtigen eingeschränkt. Komm her schon. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss leider noch ein paar Fragen an Sie richten. Aber da müssen Sie sich doch nicht erklären, das tue ich doch ganz selbstverständlich. Es geht um die Dame, Sie wissen schon. Natürlich. Welche Haarfarbe hatte sie? Blond. Sie hatte blonde Haare. Und als die Dame wiederkam, trug sie da die gleiche Frisur? Ja, natürlich. Es hätte ja sein können, dass sie zwischendurch beim Friseur war. Ist Ihnen sonst was aufgefallen? Nein. Irgendeine Veränderung zwischen dem ersten und dem zweiten Besuch? Nein. Nein. Hat die Dame sonst jemanden gesehen? Keiner. Keiner?
Na, ich hab sie doch bedient. Die hat doch hier gesessen. Aber als die Kundin den Cappuccino verschüttet hatte, wer hat's da aufgewischt? Unser Putzmädel. Das sehen Sie. Und die möchte ich jetzt sprechen. Bitte. Danke. Hella? Ja? Hella, kommst du mal? Der Herr hier ist von der Kriminalpolizei. Und er möchte dich jetzt mal fragen, ob du etwa einen Unterschied bemerkt hast zwischen den beiden Auftritten der Dame Darf mit der roten Jacke. Darf ich hier die Frage stellen? Aber bitte. Danke. Ach, die Alte, die da neulich den Cappuccino umgekippt hat. Hab ich. Die Alte, also die Frau, die da neulich saß, die trug eine blonde Perücke. Ach. Außerdem stand da draußen vor der Tür ein Kinderwagen. Sie ist immer rausgerannt, zweimal. Und die andere Frau, die dann zurückkam, die hatte echtes blondes Haar. Sag mal, was tünst du denn da? Das hätte ich doch auch merken müssen. Sagen Sie mal, sind Sie auch ganz sicher? Naja, vielleicht weiß ich ja nicht, wie mein Fußboden richtig sauber kriegt. Aber echt Haar von falschen Fusseln kann ich hundertprozentig unterscheiden. Ich hab nämlich mal im Frisiersalon geputzt in Berlin. Was denn, glauben Sie mir nicht? Absolut. Mensch, Sie sind ja ein Schatz. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Franzen, ich habe eine sehr persönliche Frage an Sie. Aber für die Lösung des Falles ist sie von Belang. Wie, also, ich meine, wie war Ihre Ehe? Sie meinen, ob er mich betrogen hat? Ja. Ja, ich hatte das Gefühl, dass da eine andere ist. Ich habe Marcel auch danach gefragt, aber er hat es bestritten. Ist ja schon gut. Marcel hat mir einen Auftrag gegeben. Ich sollte mein Auto ins Parkhaus bringen und die Kofferklappe offen lassen. Da würde er mir etwas reinlegen. Eine Perücke, eine rote Jacke und eine Einkaufstüte mit einem Pullover drin. Damit sollte ich dann dein Café. Ich weiß. Ich weiß. Ich hab's für Marcel getan. Ich wusste nichts von dem Überfall. Ist ja schon gut. Mensch, schmeiß mich doch zusammen. Was soll das? Du hast es geplant. Was? Sein Tod. Und deshalb hast du gesagt, ich kann mir Zeit lassen, wenn Marcel auf die Maschine steigt. Ach, Unsinn. Ich wollte daneben schießen. Warum belügst du mich? Mich? Ach, beruhige dich, ja. Ist ja gut. Warum? Es ging nicht anders. Marcel wäre auf die Dauer ein Unsicherheitsfaktor gewesen. Du warst eifersüchtig. Ach, Quatsch. Weißt du, was wir sind? Wir sind Mörder. Keine Diebe, keine Räuber, Mörder. Und dieser Sachse, ja, der hat uns auch schon in Verdacht. Uns! Du hast gesagt, dass es tausend andere Verdächtige geben wird und dass die Bullen nicht auf unsere Spur kommen werden. Nichts wird passieren. Alles ist sicher, solange die Hansen nicht redet. Ja, und wieso sollte sie nicht? Sie hat es für ihren Mann gemacht und nicht für uns. Pass auf. Du musst mit ihr reden. Nein. Mach ihr klar, dass sie tief mit drin steckt. Dass sie ins Gefängnis kommt. Und das Kind ins Heim. Ich kann nicht mehr. Doch, geh hin und biet ihr Geld. Ihr Mann hat mir von ihrem Jungen erzählt. Er hat es seinetwegen gemacht. Er wollte einmal was richtig machen. Einmal. Es war ein schreckliches Unglück. Was wollen Sie? Ich kenne Sie nicht. Sie waren in seinem Auftrag in dem Café. Wenn Sie weiter schweigen, 50.000. Das ist viel Geld für Sie und Ihr Kind. Raus. Sie sollten darüber nachdenken, wo Sie und Ihr Junge landen werden. Sie sind Mitwisserin. Verschwinden Sie endlich. Also, nicht Anja Hertel saß in dem Café, sondern Ilona Hans. Die Ermittlungen versetzen uns aber leider nicht in die Lage, aktiv zu werden. Ja, warum denn? Wir könnten doch Anja Hertel verhaften und vernehmen. Ach, und wenn sie schweigt? Nein, Schneider ist der Drahtzieher und ihm werden wir nichts nachweisen können. Nicht mal, dass der Schuss auf Hansen ein kaltblütiger Mord an seinem Komplizen war. Und an die Beute können wir auch nicht ran. Uns bleibt nur eins übrig. Wir müssen den Verdächtigen eine Falle stellen. Ich hätte da auch einen Vorschlag. Zuerst mal lassen wir die Nachricht kursieren, dass der Fall unaufgeklärt abgeschlossen wird. Und außerdem sollten wir Frau Hansen um Mithilfe bitten.
Sie denn hier? Stört es Sie? Hat Sie jemand gesehen? Keine Angst, hier kennt mich keiner. Also, ich habe mir Ihr Angebot noch mal durch den Kopf gehen lassen und mich entschieden. Ich nehme das Geld. Sehr vernünftig. Mhm. Aber 50% der Beute. Was? Sind Sie wahnsinnig? Überhaupt nicht. Ich habe alles genau durchdacht. 50% oder ich sage aus. Bis spätestens 19 Uhr haben Sie Zeit, bei mir anzurufen. Ich teile Ihnen dann mit, wohin Sie das Geld zu bringen haben. Das ist zu gefährlich. Es wird intensiv ermittelt. Ich habe eine interessante Meldung. Noch gibt man sich bei der Polizei bedeckt. Aber einiges von dem, was in den letzten Stunden durchgesickert ist, weist auf eine gravierende Fahndungspanne der Beamten hin und so weiter und so weiter. Hier, der einzige Verdächtige des Überfalls auf den Geldtransporter vom letzten Montag konnte trotz sofort ausgelöster Fahndung ins Ausland entkommen. Damit scheint wieder mal ein Fall für die Hamburger Polizei auf die inzwischen schon nicht mehr besondere Art beendet zu sein. Ungelöst. Heute Abend, das ist zu früh. Ich muss das erst mit den Beteiligten besprechen. Gut. Morgen 10 Uhr. Wer ist diese Frau? Sie ist ein Nichts. Genau wie ihr Mann ein Nichts. Wir haben keine andere Möglichkeit. Diese Frau muss weg. Guido, du hast doch immer gesagt, dass die meisten Verbrechen an Unachtsamkeit scheitern. Das, was du davor hast, das ist überhaupt nicht bedacht. Wir haben doch keine andere Wahl. Doch. Wenn sie erst mal Geld hat, dann hängt sie endgültig mit drin. Die verpfeift uns schon nicht. Ist doch dumm. Ist eine dumme Gans. Was macht sie denn mit dem Geld? Gleich ausgeben. Du unterschätzt die Frau. Ich werde dir sagen, was sie zu tun hat. Uns bleibt doch die Hälfte. Das ist doch genug. Außerdem sind wir aus der Schusslinie. Herr Schneider? Sie sind verhaftet. Ich gehabt, was? Frau Härten? Moment, ich. Guido Schneider hat eben am Bahnhof das Geld aus dem Schließfach geholt. Gehen wir? Beide sind gefasst. Das verdanken wir hauptsächlich Ihnen. Ich fühle mich trotzdem nicht besser. Weil Sie ein anständiger Mensch sind. Glauben Sie? Nein. Ich habe mich zu viel rumgetrieben, um anständig zu sein. Es war nur wegen des Jungen. Ich habe mir überlegt, was ich ihm von seinem Vater und mir später erzählen werde. Die Wahrheit, Frau Hansen. Die Wahrheit. Guten Abend, Herr Duppe. Ihr schmeckt wieder, was? Oh, Wahnsinn. Wilfried! Wilfried, es kommt ein Bericht über deinen Fall. Na komm, Herr Schneller. Über den Raubkampf auf die Polybank, der vor 5 Tagen in den späten Nachmittagsstunden stattgefunden hat. Dieses also ist das Schließfach, in dem sich der Koffer mit dem Geld befand. Mit diesem Erfolg ist es der Hamburger Kripo gelungen, einen der spektakulärsten Raubüberfälle der letzten Jahre zu lösen. Herr Zimmermann, zunächst mal Gratulation. Danke. Sie waren ja maßgeblich an diesem Schlag mitbeteiligt. Waren es Profis, die es erwerben gingen? Ja, das kann man so sagen. Professionell in den Methoden, aber eben doch Anfänger.
Es waren wieder mal Leute, die dachten, sie könnten das perfekte Verbrechen begehen. Das perfekte Verbrechen gibt es also nicht. Ich denke, wir haben das ermittelt, Wilfried. Alle, die es versuchen. Was sind wir? Sind hier kein Bier aus Sachsen? Fabian, was feiert ihr denn eigentlich hier? Mein Abschied. Ich gehe doch nicht zurück nach Dresden. Jacqueline ist auch dafür. Hast du es auch gut überlegt? Du nicht, oder wie? Im Moment bin ich mir nicht so sicher. Denke ich sogar, wir sollten zurück. Ich verstehe deinen Unmut, Wilfried. Aber was willst du in Dresden? Ruhe. Zuerst mal brauche ich Ruhe. Und wenn ich hier bleibe, dann beginnt morgen der Umbau. Wilfried? Zuerst mal kommen die Vorhänge runter, ratzbumm. Dann fliegen die Wände raus. 12 Meter ohne Wand. Du wirst dich wundern, Charlotte. Ist doch alles in Ordnung. Dann mach doch weiter. Ich klär das schon. Bist du enttäuscht? Warum soll es in Hamburg anders sein als in Dresden? Also, woran denkst du? Warum sich in unserer Nähe immer so viele junge Leute sammeln? Machen wir was falsch? Ach, Wilfried, sei doch froh. Froh?